Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge How to Ticket. Ja, in dieser Folge geht es mal wieder um Tunnelbohrmaschinen. Ich spiele im Moment auf der aktuellen Serverversion von Techitopia. Das heißt mit der neuesten Version von Red Power, mit den Tube Frames und ja, das heißt, wir können also mit diesen Tubes natürlich viel geilere Tunnelbohrmaschinen bauen als vorher. Ich zeige mal schnell, welche genau das sind. Und zwar hatten wir ja vorher nur die Frames, an denen wir Sachen befestigen konnten. Und diesmal gibt es auch Frames mit Tubes und die verbinden sich auch wunderbar. Und dann als Beispiel mal, was man damit so tun kann. Zum Beispiel hier kann ich ein Wire hinauslegen und kann hier innen diese Tubes powern. Und damit kann ich also auch mal als Beispiel hier, wie die TBM ja funktioniert, Blockbreaker hier hinsetzen und das sollte das abbauen. Okay, das ist also der Vorteil, dass die neuen Frames uns bieten. Und jetzt will ich gar nicht lang um den heißen Brei herumreden. Ich kann ja dann später nochmal ein bisschen was dazu sagen, denn es geht ja heute um eine neue TBM. Und zwar um diese hier. Und ja, diese TBM ist meine sogenannte, also ich nenne sie so Mikro-TBM. Also die Mikro-TBM ist 3x2x6 Blöcke breit, also groß. Und sie hat sogar ein kleines Schwänzchen, und zwar ein Fackelplacer. Ich habe jetzt 6 gesagt, weil der Fackelplacer eigentlich nicht unbedingt notwendig ist, aber ich dachte mir, hey, wenn es schon so einfach geht, dann ja, machen wir das doch mit. Und ja, die TBM ist sehr klein und handlich und ja, ich werde es jetzt mal demonstrieren, mal schauen, ob sie auf Anhieb funktioniert, aber ich schätze schon. Ja, also ich habe hier einen Wireless Transmitter plus einen Wireless Receiver an der TBM platziert, damit ich diese auch also aus der Ferne steuern kann. Und mit jedem Klick wird also die TBM nach vorne bewegt. Der Nachteil dieser TBM ist, dass sie nur in eine Richtung fahren kann. Und das ist halt nicht unbedingt gut. Jetzt, was habe ich gerade noch gesehen, hier fehlt ein Cover. Das ist hier auch nicht ganz richtig. Sorry, ich habe da gerade einfach ein bisschen viel rumgewerkelt. Und da habe ich jetzt ein paar vergessen. Auf jeden Fall, der Nachteil ist, dass sie nur in eine Richtung fahren kann. Was nicht unbedingt notwendig ist eigentlich. Die TBM ist grundsätzlich dafür gedacht, viel zu meinen und mit möglichst wenig Rohstoffen. Und ich denke mal, ich bin mit der Lösung ganz gut hingekommen. Ja, ich werde die jetzt hier ein bisschen reinfahren lassen. Ich werde sie aber oben an der Oberfläche nochmal komplett aufbauen. Oder hier einfach nochmal schnell. Es kann sein, dass ich jetzt zu schnell gefahren bin, ja. Also die TBM ist darauf ausgelegt, im Moment nicht sehr schnell zu fahren. Es kann sein, dass ich aber auch mich einfach nur irgendwie irgendwo vertan habe. Sag mal, wo klemmt's denn jetzt? Das sind leider so Sachen, die ja, kommen erst raus, wenn man dann doch irgendwo reindüst. Ja, da ist der Fehler. Hier ist noch eine Cover nicht richtig. Also das sollte euch natürlich dann nicht passieren. Wo war ich stehen geblieben? Ja, das ist jetzt natürlich schon wieder Fail. Genau, die TBM ist nicht unbedingt darauf ausgelegt, super schnell zu fahren. Das liegt einfach daran, dass, also sie, wenn
der Motor hier nicht schnell genug, also wenn wir das zu schnell hier machen, dann kriegt der Motor hier nicht schnell genug Energie. Und dann müsste ich die TBM 1 breiter machen. Also, wenn man hier einen Timer von 5 Sekunden. Nee, das bringt ja nichts. Aber wenn man nur alle 5 Sekunden nach vorne geht oder nur alle 3 Sekunden, dann kann eigentlich nichts passieren. Falls einem die TBM doch mal stehen bleiben sollte, dann kann man hier so ein Kabel hinpflanzen, ein Wire, und dann lädt er sich wieder auf. Das Problem ist, dass die das leider ein bisschen anders gemacht haben wie früher. Da konnten auch die Motoren sich miteinander versorgen, und das können sie jetzt nicht mehr. Das heißt, man muss das alles ein bisschen anders regeln, und dann ist es also ein bisschen schwieriger mit den, vor allen Dingen mit dieser Mikro-TBM, weil dann wird sie halt größer und dann ist sie nicht mehr Mikro. Okay, aber es gibt viele Vorteile dieser TBM. Erstens ist sie klein, süß und sie ist einfach nur schnucklig. Schnell gebaut und man kann also auch mehrere davon verwenden. Das ist also kein Problem. So, dann lassen wir sie mal arbeiten. Mal schauen, wie weit sie so kommt. Setzen wir hier mal einen Timer dran und dann macht das die ganze Geschichte automatisch hier. Oh. Also, nicht zu schnell. Okay. Gut, also dann baue ich die jetzt mal nach, ne? Okay. Also, als erstes brauchen wir mal unsere Plattform. Die ist eigentlich gar nicht schwer. Wir hatten ja gesagt, dass die TBM 2 breit ist. 3 breit und 2 hoch. So, also setzen wir erstmal hier einen 3 breiten und ein 2 Blöcke hohes Frame-Gebilde hier hin. Und das Ganze natürlich mit Tubes und setzen davor die Blockbreaker. Das ist jetzt also so, dass die Frames die Blockbreaker jetzt halten und gleichzeitig powern und gleichzeitig die Gegenstände herausholen können. Natürlich geil und super. Okay, dann brauchen wir hier, also ich versuche das jetzt alles wirklich frei aus dem Gedächtnis herauszubauen. Ich hoffe, das geht jetzt. Bauen wir zwei, also auch nochmal zwei Tubes hin. Ich glaube, vielleicht sogar zwei reichen. Und setzen darauf die Chest. Dann packen wir hier, 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 hier und hier. Erstmal Frames hin. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich das auf Anhieb richtig mache. Dann hier eine Bedbox. Hier eins, da eins. Das ist ein Frame-Motor. Entschuldigung, dass ich das nicht gesagt habe. Und das ist eine Battery-Box. So. Und das ist halt irgendeine Kiste. Dann müssen wir mit einem Screwdriver oder Sonic Screwdriver, es geht auch der hier, Screwdriver, den Motor drehen. Mit Sneak, also das ist Sneak. Rechtsklick können wir also die Hauptorientierung ändern. Und mit nur Rechtsklick können wir ihn drehen. So, jetzt müssen wir das Ganze so einstellen, dass also ich sehe das hier mal als Pfeil und der zeigt jetzt hier in diese Richtung. Das heißt, die TBM wird sich also wird jetzt später sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Das heißt, ich muss den Pfeil jetzt so anordnen, dass der Pfeil, wenn ich das jetzt mal, na, wie kann ich das demonstrieren? Jetzt zeigt er nach unten und der Pfeil zeigt nach vorne. Das heißt, das ist immer entgegengesetzt. Das heißt, der Pfeil würde jetzt in diese Richtung zeigen und unsere Frames dann auch in diese Richtung verschieben. Das heißt, in der Einstellung wäre es jetzt richtig. So, dann brauchen wir noch einen Frame hier oben. Der hält uns unser Jacket Wire, was unseren oberen Motor versorgen kann. Also wie gesagt, es geht jetzt nicht mehr durch die Motoren durch. Dann brauchen wir noch ein paar Panel und ein paar Cover. Also erstes Mal kommt hier ein Panel hin und da ein Panel hin. Dann brauchen wir noch, ja, das an der Stelle ist falsch. Da brauchen wir einen.
Und sonst erstmal nix. Dann brauchen wir einen Timer. Der ist zum einen für den Takt für die Blockbreaker verantwortlich und zu dem Takt für den Takt, um sich wieder nach vorne zu bewegen. So, dann setzen wir da drauf ein ganz normales Red Alloy Wire und darauf ein Jacket Wire. Jetzt hat man schon gesehen, hat sich das hier verbunden und wir senden gleichzeitig ein Signal zu unserem Motor und auf den Blockbreaker Teil. So, dadurch, dass hier unten die Tubes verbunden sind, ist auch die Kiste angeschlossen. Entschuldigung. Wenn wir jetzt noch einen Fackelblazer hinten dran setzen wollen, dann müssen wir den Frame auch noch durch einen Tube-Frame ersetzen, sonst kriegen wir da kein Signal mehr hin. Aber wie gesagt, das ist nur extra, also das ist nicht unbedingt notwendig. So, dann das nächste ist hier noch den Timer oder den Sender hin, je nachdem, wie man es haben will. Und dann eigentlich geht schon los mit Batterien reinsetzen. Das muss man natürlich per Hand machen. Außer man baut jetzt sich noch eine, wie soll ich sagen, eine Ender Chest drauf. Ich bin mir im Moment ehrlich gesagt nicht sicher, ob die schon es geschafft haben, das leckfrei hinzukriegen. Und das ist natürlich völliger Schwachsinn. Denn man hat jetzt gerade gesehen, dass es ein bisschen schwierig ist, dass dieser Motor hier genug Energie bekommt, wenn der Timer so kurz ist. So, ich werde den jetzt gleich ändern hier. Okay. So, also die TBM bewegt sich. Und so wie es aussieht, funktioniert alles. Super klein, super einfach zu bauen, super nützlich. Vor allen Dingen ohne Equivalent Exchange. Echt kaum Materialien. Also das hätte ich nicht gedacht, dass es mit so wenig geht. Oder es irgendwann mal möglich ist, mit so wenig Frames vor allen Dingen eine TBM zu bauen. Aber allein durch diese simple Geschichte mit den Tubes in den Frames ist es einfach nur eine geile Sache. Also es ist echt was, was mir die ganzen Spaß an den TBMs nochmal verzehnfacht hat. So. Machen wir Tag hier wieder. Jo, also das Ganze ist so, denke ich mal, leicht verständlich. Ich hoffe, es hat jeder verstanden. Und wenn es Fragen gibt, wie immer in die Kommentare. Und viel Spaß beim TBM bauen. Also, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!